Battista war ein schöner, begabter Italiener, ein Mann, wie man ihn nur im Kino sieht. Er hatte weiße Zähne und eine schwarze Mähne und auch ein sehr romantisches Gemüt. Er wanderte von Ort zu Ort und sang vor jedem Haus. Wo er erschien, da rief sofort ein jeder freudig aus. Ja, das ist er, Battista, Battista. Ja, das ist er, der interessante Mann. Ja, das ist er, Battista, Battista. Ja, das ist er, nun seht ihn euch mal an. Battista war verwegen und kam ihm wer entgegen, dann blieb er nicht auf halbem Wege stehen. Drum war er automatisch auf allen Frauen sympathisch und keine ließ sich so etwas entgehen. Den Männern lag die Eifersucht schon von Natur im Blut, drum riefen sie, wenn sie ihn sahen, mit unterdrückter Wut. Ja, das ist er, Battista, Battista. Ja, das ist er, der interessante Mann. Ja, das ist er, Battista, Battista. Ja, das ist er, nun seht ihn euch mal an. Battista konnte malen, am allerbesten zahlen, er hatte für die Zahlen ne Sympathie. Doch malte er Banknoten, ne Kunst, die zwar verboten, doch sowas stört doch niemals ein Genie. So malte er Jahr aus, Jahr ein und wurde reich dabei, doch eines Tages rief er voll die deutsche Polizei. Ja! Das ist er, was ist er, was ist er? Ja, das ist er, der interessante Mann. Ja, das ist er, was ist er, was ist er? Ja, das ist er.